hat. Aber ihr seht schon, das ist wie ein Jackpot im Endeffekt, nur halt mit diesen Tokens. Das ist richtig geil eigentlich. Und das kann man sich halt gratis erspielen einfach, wenn man nur diese Eventkisten aufmacht. Also ich finde es. Es hat schon was. Jo, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Counter-Strike Gambling-Video. Jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, wait, what the fuck? Spielst du überhaupt Counter-Strike? Und warum gamest du, wenn du wieder spielst? Ja, in letzter Zeit haben wir ja wieder viel im Stream gespielt und das hat auf jeden Fall erstens auf YouTube dafür gesorgt, dass ich wieder ein bisschen mehr Counter-Strike empfohlen bekommen habe. Und teilweise waren da auch wieder Case-Openings und auch Gamble-Videos dabei. Und wer das nicht weiß, ich habe eine eigene Gamble-Playlist tatsächlich auf meinem Kanal. Ich war früher selbst etwas, naja, nicht wirklich süchtig und ich habe auch relativ wenig verloren tatsächlich beim Gamblen. Also ich habe viel mehr Geld beim Case-Opening verloren als beim Gamblen. Beim Gamblen war ich eigentlich relativ erfolgreich, weil ich mich mit jemandem geteamt habe, mit einem Kumpel von mir. Darf man ja so gesehen eigentlich nicht, aber offiziell gibt es dafür keine Regeln. Und ich sag mal so. So viele Gambling-Seiten, wie schon Leute beschissen haben, ist es nur andersrum fair, dass man die quasi im Endeffekt auch bescheißt. Spielt aber alles keine Rolle mehr. Das liegt weit in der Vergangenheit. Aber ich habe neuerdings wieder ein bisschen mehr davon mitbekommen, weil gefühlt auch jeder Gegner, gegen den wir gespielt haben, oder nicht jeder Gegner, aber jede Runde war irgendjemand dabei. Also mittlerweile habe ich die Namen eh deaktiviert, aber mittlerweile waren ja viele Leute dabei, die mal die ganzen Seiten im Namen haben. Und dann ist mir tatsächlich hellcase.com wieder eingefallen. Also die Seite gibt es schon ewig. Also hier unten sieht man es auch beim Copyright-Ding. Gut, heißt nicht unbedingt, dass das stimmt, aber die gibt es schon seit 2016. Also die gab es schon früher. Die ist schon relativ alt und war auch immer eine der, sag ich mal, besseren oder der besten CSGO-Case-Opening-Sites. Und was hier ein großer Vorteil ist, hier kriegt man jeden Tag was gratis. Und ich habe jetzt nur dadurch und durch einen Affiliate-Code, ihr könnt auch gerne meinen benutzen, an dieser Stelle selber gesagt, Gambling ist ab 18 und ich würde euch einfach nicht empfehlen, damit anzufangen, vor allem kein echtes Geld zu investieren, das ihr nicht verlieren wollt oder könnt. Ja, wenn ihr gambelt, dann nur mit Geld, dass ihr quasi, dass euch egal ist, dass ihr verlieren könnt, dass ihr überhaupt. Und wenn ihr es auf jeden Fall auf so eine Seite einzahlt, dann geht einfach von vornherein davon aus, dass ihr alles verlieren werdet. Ja, und wenn ihr es aufgeladen habt, dann spielt damit. Aber geht halt nicht davon aus, dass ihr Gewinn macht, sondern wie gesagt, dass das Geld im Endeffekt schon futsch ist. Wenn ihr dann Gewinn macht, könnt ihr euch darüber freuen. Und wenn nicht, ist es wie gesagt egal, weil das Geld vorher schon für euch abgeschrieben war. Genau, und jetzt ist es so. Wie gesagt, auf der Seite gibt es einen Daily Free Case. Da kann man zwischen 2 Cent und ich glaube sogar 50 Cent gewinnen, oder? Ja, never mind. Das ist nur, wie man dafür eligible wird. Und zwar muss man hellcase.com in sein Steam-Name melden oder einfach mal 2 Dollar aufladen. Und das Steam-Profil muss auf Public sein und man muss mindestens Steam-Level 1 sein. Aber gut, ich sag mal, das ist jeder, der einen Steam-Account von mehr als 2 Monaten hat, gefühlt. Genau, und wie gesagt, wenn ihr euch hier auf der Seite anmeldet, könnt ihr das machen, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Und einfach jeden Tag eine gratis Kiste öffnen und das heißt, man kann ohne Echtgeld sich hier langsam ein Guthaben erspielen. Natürlich, wenn man jetzt jeden Tag nur 2 Cent bekommt, was sehr wahrscheinlich ist natürlich, dann ist es nicht sehr viel. Aber es ist auf Dauer, wenn man es jeden Tag macht und ab und zu sogar mal 20 Cent bekommt, kann man hier sich ein relativ gutes Guthaben erspielen, gratis und damit dann echte Skins gewinnen und im Endeffekt damit dann auch eben Geld. Wie gesagt, wenn ihr meinen Affiliate-Code benutzt, den werde ich hier unten einblenden. Der ist Style, einfach nur Style. Dann kriege ich eine kleine Belohnung. Und ihr kriegt 30 Cent nochmal zusätzlich zu dieser Free Case, mit der ihr direkt loslegen könnt. Und dann könnt ihr es euch ja selber mal angucken. Selbst wenn ihr nicht hier spielen wollt, wäre es trotzdem cool, wenn ihr meinen Code benutzen könntet. Dann kann man zum Beispiel hier so eine Kiste aufmachen. Wo war die gleich wieder? Für 30 Cent. Hier ist eine für 60 Cent. Das wäre natürlich auch relativ einfach möglich durch die Daily Free Case. Da ist noch eine für 60 Cent. Wo war denn die? Jetzt finde ich sie tatsächlich nicht mehr. Das war natürlich immer so. Ah, hier ist sie für 30 Cent. Genau. Die kann man dann direkt aufmachen mit dem Affiliate-Code. Wie gesagt, 30 Cent. Habe ich vorhin auch ein paar Mal gemacht und lief gar nicht so schlecht. Ich werde euch noch ein bisschen Footage am Ende einblenden, wie ich mich tatsächlich hochgespielt habe. Und das Lustige ist, ich habe jetzt tatsächlich selber gar nichts aufladen müssen. Ja, ich habe jetzt selber, wie gesagt, so einen Affiliate-Code genommen. Habe gerade 9,90 € als Balance. Und da muss man natürlich sagen, hat Luckstyler da wieder zugeschlagen. Also ich wollte eigentlich 10 € einfach aufladen, aber musste jetzt dann tatsächlich gar nicht. Und zwar ist es so, es läuft hier aktuell ein Event. Wie gesagt, ich hatte diese Free Balance, ganz normal, die ihr auch kriegt, wenn ihr euch über meinen Affiliate-Code anmeldet, diese 30 Cent.
und habe mich ein bisschen hochgespielt. Dann später habe ich mir gedacht, ja gut, könnte ich eigentlich noch ein bisschen aufnehmen. Vielleicht lag ich ja echt rein. Und es ist so, es gibt hier aktuell so ein Event. Das sieht man auch hier oben. Da gibt es bestimmte Cases. Wenn man die öffnet, kriegt man Event-Tokens. Ja. Oder auch, wenn man hier einen gewissen Betrag auflädt, für $5 kriegt man so einen Free Case, da kriegt man auch solche Tokens für $10, für 15, 25 und so weiter und so fort. Aber wenn man halt eben gewisse Event Cases, wie sie hier so schön heißen, öffnet, dann kann man eben auch solche Event Tokens kriegen. Das gibt es einmal für CSGO und einmal für Dota 2. Da gibt es auch Kisten. Und diese Event Tokens habe ich bekommen. Also wie gesagt, ich habe mit der Free Balance ein bisschen rumgespielt und dann habe ich mit zwei Tokens, bin ich in das Glücksrad, in das Fortune Wheel eingestiegen. Und was das Fortune Wheel ist, ist im Endeffekt, jeder kennt wahrscheinlich Jackpot-Seiten von früher, wo man halt mit einer gewissen Anzahl an Skins reingegangen ist. Und hier ist das Ähnliche, geht man mit einer gewissen Anzahl an Tokens rein. Man kann auch beliebig oft reingehen. Man sieht hier der eine Typ oder hier sind mehrere Typen gleich 5 oder 10 Mal reingegangen. Oder in dem Fall wahrscheinlich 20 Mal. Und das countet alles als ein Ticket. Ja, und jetzt wird in einer Sekunde eben gedreht. Und dann bleibt es auf einem gewissen Skin stehen und dann wird für alle Leute, die hier reingejoint sind, für diesen Skin einmal gerollt, wie ein Jackpot. Ja, und jedes Mal reingehen ist ein Ticket. Jetzt hat zum Beispiel dieser Lucky 100 gewonnen. Dann wird nochmal gespinnt, nochmal gespinnt, nochmal gespinnt, nochmal gespinnt. Je nachdem, wie viele Tokens drin sind. Also wenn 100 Tokens drin sind oder halt 100 Leute gejoint sind, dann wird fünfmal gespinnt. Das heißt, man hat fünfmal die Chance auf einen Skin. Und jeder Token, jedes Ticket ist im Endeffekt eine Gewinnchance. Und diese Token kriegt man eben, wenn man diese gewissen Event-Cases öffnet. Und da habe ich eben richtig fett reingelackt und habe einen $10-Skin oder in dem Fall 9,90 $-Skin StatTrak bekommen, das war irgendeine Desert Eagle. Und das halt nur, weil ich hier diese Free Cases aufgemacht habe und hier diese Tokens bekommen habe. Jetzt habe ich natürlich keine mehr, weil ich beide ausgegeben habe in diesem Jackpot, in diesem Fortune Wheel. Aber ja, das. So kann es gehen, ja. Also es gab früher schon Stories von Leuten, die mit diesen Free Codes 300, 500.000 Dollar erspielt haben. Ist natürlich extrem unwahrscheinlich und wird so gut wie niemandem von euch passieren, also geht davon einfach nicht aus. Aber hier ist halt der Vorteil, es ist halt gratis. Und das heißt, man kann ja einfach ein bisschen Spaß haben. Es macht genauso viel Spaß, wie wenn man echtes Geld investiert hätte. Beziehungsweise es ist ja echtes Geld. Wenn ihr was gewonnen habt, könnt ihr es euch auszahlen lassen. Ja, natürlich macht das bei 30 Cent jetzt eher weniger Sinn. Also im Normalfall spielt man ein bisschen. Aber wie gesagt, dass er gratis ist, hat man nichts zu verlieren. Und wie gesagt, jeder muss mit seinem eigenen Geld umgehen können, wie er will. Ab 18 Jahren, wie gesagt. Und dann sollte das eigentlich auch keine große Sache sein. Ich würde mich, wie gesagt, hier einfach nicht darauf verlassen, dass ich Profit mache. Ja, mich hat es jetzt 10 € gekostet, aber mich hat einfach die Lust wieder gepackt, keine Ahnung. Aber das Ding ist halt, sobald man dann einmal richtig fett verliert, ist der Vorteil, dann ist das Geld weg und dann hat man auch einfach keinen Bock mehr, dann macht man es nie wieder. Ja, also ich habe es jetzt eh so lange nicht mehr gemacht. Ich dachte mir, komm, scheiß drauf, ich habe einfach echt mal wieder Bock drauf. Und jetzt kann ich es sogar gratis machen. Also danke an Hellcase.com, ist nicht sponsort. Aber in dem Fall danke trotzdem. So, man kann hier beliebig viele Cases gleichzeitig öffnen. Wir könnten jetzt gleich mal 10 öffnen. Aber erstens mal passt das nicht auf den Monitor. Und zweitens ist mir es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Bei 10 Cases wären $6. Und wir haben nur $9,90. Also ich würde fast sagen, wir fangen mal mit einer an, damit ihr einfach mal seht, wie es funktioniert. Aber simpler könnte es gar nicht sein. So, ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Das müsste eigentlich gehen. Genau, hier sind natürlich hauptsächlich logischerweise Skins drin, die etwas unter 60 Cent wert sind. Aber hier habe ich zum Beispiel Glück gehabt, jetzt habe ich meinen Gewinn einfach verdoppelt. Mein Guthaben einfach verdoppelt, das ich gerade ausgegeben habe. Und sogar noch ein bisschen was extra. Genau, verkaufen wir direkt, weil die Skins, die will ich so gesehen eigentlich gar nicht. Außer hier vielleicht so Red Skins oder. Eigentlich will ich gar keine Skins für CSGO. Ich will einfach nur gucken, wie weit wir hier kommen und wie viele Tokens wir verdienen. Also, deswegen auch diese Kiste zur Auswahl. Es gibt natürlich noch andere Kisten. Wir können auch noch die andere aufmachen. Die habe ich jetzt nämlich noch gar nicht geöffnet, da will ich einfach mal gucken, was da drin ist. Es gibt nämlich noch eine von diesen Event-Cases, die auch noch relativ günstig ist. Die kostet, glaube ich, ein bisschen mehr, oder? Ach nein, das sind ja die Dota 2-Kisten. Ja, na, stimmt. Von den CSGO-Kisten wäre die nächste die 1,35 $. Da können wir trotzdem mal gucken, was ist denn da so drin. Ja, kostet ein bisschen mehr als doppelt so viel. Sind natürlich auch dann, ja, deutlich mehr teurere Skins drin, allerdings die schlechten Skins sind relativ gleich geblieben. Das heißt, wenn man Verlust macht, macht man richtig dick Verlust, also im Verhältnis natürlich gesehen. Aber man kann natürlich auch deutlich mehr Gewinn machen. Also ein N4i Cyrex Factory New kostet, glaube ich, $14 oder so. Also kann man natürlich auch fett Gewinn machen. Mir gefällt die andere Case ehrlich gesagt ein bisschen besser, weil das Risiko ein bisschen besser gestreut ist. Jetzt kriegt man sogar einen Pink Skin für 1,88, ja. Ist nicht schlecht, ja. Machen wir mal noch eine auf, jetzt wo es gut gelaufen ist.
Aber mir gefallen meistens so Cases weiter, vor allem jetzt, wenn es solche Event-Cases sind, wo du halt einfach viel mehr aufmachen kannst. Und wenn du halt Glück hast, das ist Fett verloren wahrscheinlich, genau, ja, das ist jetzt halt richtig mies, jetzt hast du richtig Fett verloren. Ja, bei der anderen kann man halt viel mehr gewinnen und dafür weniger verlieren, das ist halt immer dieses, ja, zwischendrin. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, für Leute, die halt vor allem mit der Free Balance hier gamblen, was ich ja im Endeffekt immer noch tue, macht es halt einfach mehr Sinn, so viele wie möglich von dieser Free Balance, von diesen Tokens zu sammeln, solange das Event noch läuft, läuft noch 4 Tage, und damit dann in dieses Glücksrad einzusteigen, weil da kann man halt die richtig dicken Skins rausziehen. Wie gesagt, das waren 9 bis 10 Dollar Skin, den hätte ich mir auscashen lassen können und hätte mir 10 Euro Steam-Guthaben geben lassen können. Beziehungsweise eher so 7 Dollar. Steam-Fee wird abgezogen und von Dollar in Euro wird natürlich nochmal umgerechnet. Aber vom Prinzip her hätte ich mir das auszahlen lassen können. Und das ist einfach nur mal so komplett random, einfach so just for fun. Oh, das ist ziemlich gut. Oder auch nicht. Das ist ein Pink-Skin, den unten. Wow. Okay, never mind. Das heißt, dass ihr sogar ein bisschen debated. Pink-Skins sind das drittseltenste im Spiel. Und der war trotzdem nicht besonders viel wert. Ja. Ja. So kann man sich täuschen, das ist auch Fettverlust. Oder nicht auch, das andere war gar kein Verlust. Aber nur 8 Cent tatsächlich. Aber jetzt öffnen wir mal 2 gleichzeitig. Mal gucken, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Oder weil ich glaube, einmal habe ich es vorhin gemacht. Mal gucken, ob da die Chancen besser sind. Aber gefühlt wahrscheinlich eher nicht. Also die Chancen bleiben eh immer gleich. Aber ich glaube, das ist ziemlich gut. Ja, es ist beides Plus. Und jetzt haben wir eben, you received a token. Total Tokens collected. Da hat man eben einen. Dann kann man eben auf dieses Exchange Prizes gehen, in dieses Glücksrad joinen und dann, wenn man Glück hat, eben, jetzt sieht man es auch hier, Total Tokens collected, da reinjoinen und wenn man Glück hat und gewinnt, wie gesagt, da kann man schon heftig abräumen. Ja? Also ich meine, das sind natürlich nicht zu kranke Skins. Ja? Ich meine, die können jetzt nicht 500 Euro Skins rausballern, nur dafür, dass hier jemand mit 30 Cent rumgambelt oder mit 60 Cent. Aber es ist nicht wenig. Ja? In dem Fall haben wir wieder Plus gemacht tatsächlich. Wow, jetzt machen wir jetzt nochmal, wenn wir nochmal Plus machen, machen wir 3 gleichzeitig auf. Also wenn ich irgendwie auf 15 oder vielleicht sogar 20 Dollar komme, dann würde ich sagen, cashen wir aus. Beziehungsweise eventuell, wenn ihr noch ein Video davon sehen wollt, können wir auch noch eins machen. Das war jetzt 1 Dollar, jetzt war es tatsächlich Verlust. So, machen wir es nochmal. Oder doch die 10 Cases, aber 10 ist echt zu viel. Das ist alles direkt weg, wenn man da Verlust macht. Und das sieht nicht schlecht aus. 9 Cent plus. Und wir haben noch einen Token bekommen, aber tatsächlich. Und das ist halt das Ding, ne? Bei der anderen Case hast du immer doppelt so viel, also 1,35. Und wenn du da dreimal hintereinander richtig schlecht bist, kannst du eventuell schon gar keine Case mehr aufmachen. Wenn du ein bisschen weniger Guthaben hast. Und hier bei 60 Cent ist halt der Vorteil, die schlechtesten Skins sind, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Cent, also einem Drittel ungefähr. Das heißt, selbst wenn man hier eine Pechsträhne hat, eine kleine, kann man eigentlich immer wieder, wenn man noch ein bisschen Guthaben hat und selbst einen schlechten Skin bekommt, immer mal noch eine aufmachen. Oder halt mit der Free Balance am nächsten Tag, mit der Free Case, ja, wieder noch ein bisschen zurückkommen. Also da ist immer noch mehr möglich. Aber bei den teureren Kisten hat man halt immer gleich dieses, jetzt machst du eine auf. Und wenn du einen richtig schlechten Skin bekommst, kannst du erstmal 5 Tage wieder nichts mehr machen. Immer natürlich ausgehend davon, man gambelt mit der Free Balance. Das ist jetzt katastrophal. Jetzt haben wir zwar einen Token bekommen, aber wir haben 2 Skins, die nicht mehr so viel wert waren wie eine Kiste. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt tatsächlich einfach 4 auf. Einfach nur, ich will mal sehen, ob man tatsächlich einen roten Skin kriegen kann. Das wäre natürlich interessant. Wird aber sehr wahrscheinlich nicht passieren. Es sieht. 2 Cent Verlust. Dann machen wir es gleich nochmal. Jetzt haben wir 4 Kisten und kein Token. Also die Token-Chance müsste theoretisch steigen. Das sieht auch nicht gut aus. Ah, never mind. Ach, weil es beides Stat-Trick ist. Ah ja, okay. Also Stat-Trick ist natürlich immer gut. Erhöht oder verdoppelt den Skinpreis in den meisten Fällen. Also wäre echt lustig, wenn wir so 15 oder 20 Dollar schaffen würden, weil ich halt einfach wirklich nur mit diesen 30 Cent angefangen habe und das ist schon krass. Okay, das war jetzt nix. Dann machen wir mal 3. Vielleicht ist 3 die Lucky Number. Ja, oder doch 10. Aber 10 habe ich kein gutes Gefühl bei. Okay, das war auch... Wow. Da sieht man es zum Beispiel 18 Cent und 24 Cent. Ist natürlich recht schlecht. Aber ähnliche bis gleiche Skins kann man auch bei der 1,35er kriegen. Da sind natürlich die Chancen dann wahrscheinlich höher, dass man bessere Skins bekommt. Aber wenn man wirklich Pech hat und dreimal solche Skins bekommt für 24 Cent, dann kann man die anderen nicht mal mehr halb öffnen. Hier halt schon. Gut, jetzt sind wir bei unter 10 Dollar. Jetzt sind wir tatsächlich fett im Minus. Jetzt machen wir mal 5 auf. Ich will das Video auch nicht zu lange gestalten. Das heißt, wir müssen jetzt entweder broke gehen oder halt Fat Profit machen. Ah, das sieht gut aus.
18 plus. Ich würde echt gerne einen Redskin sehen. Das Lustige ist, die sind nicht mal viel wert. Ich glaube, die sind sogar nach Wert sortiert tatsächlich, wenn mich hier nicht alles täuscht. Aber zumindest ein bisschen, wow, das war katastrophal schlecht. Die sind tatsächlich, glaube ich, nach Wert sortiert, weil hier die Redskins sind, also hier ist ein Purple vor den Reds. Und ich schätze mal stark, dass das mit dem Wert der Skins zu tun hat, weil sonst würde das keinen Sinn ergeben. Weil Redskins sind natürlich besser als Purples eigentlich. Aber ich glaube, die Battlestar in Battlescar ist tatsächlich auch nur 1 Dollar irgendwas wert. Das heißt, selbst wenn man Glück hat und den Red bekommt, heißt das nicht mal unbedingt, dass man hier Profit macht. So. Oder, also gut, Profit machst du safe, aber halt, also wenn du nur eine Kiste aufmachst und einen roten bekommst, aber, ja. Dafür, dass sie rot sind, sind sie gar nicht so gut. So, wir kriegen jetzt tatsächlich gar keine Tokens mehr, obwohl ich immer mehr Cases öffne. Das ist ein bisschen komisch. Also eigentlich sollte die Chance auf Tokens immer weiter steigen. Und jetzt, ah, oh, jetzt dachte ich, krieg mal den Red. Jetzt haben wir 2 Tokens tatsächlich. Okay, man muss nur anfangen zu meckern, dann geht's schon wieder los. Aber man merkt, die Tokens steigen, aber die Balance sinkt. Aber andererseits kann ich jetzt auch in 5 verschiedene Glücksräder joinen. Also das ist auch nicht schlecht. Oder 5-mal das gleiche, theoretisch geht auch. Das ist jetzt auch ziemlich schlecht gewesen. Ja, man merkt auf Dauer, ja, das Casino gewinnt immer. Also es ist immer bei Roulette und bei allem, wo man sich denkt, das ist eigentlich 50-50, aber es ist immer ein ganz kleines bisschen ist die Chance mit beim Casino. Gut, bei so Gamble-Seiten, wo die Chancen nicht durchsichtig sind, da ist sowieso gefährlich. Jetzt sind wir schon bei nur noch 7,40 Dollar. Wow. Also wir haben jetzt insgesamt in den letzten 5 Minuten 4 Dollar verloren oder so, weil wir gar keinen Plus mehr machen. Ja, wahrscheinlich habe ich die Case zu oft aufgemacht, weil egal was wir machen jetzt immer Minus. Ja. Jetzt sind wir schon noch bei 3,72 Dollar. Also ohne die Case halt natürlich. Und da ist was Deadtrack dabei, aber trotzdem Minus. Machen wir mal 10 auf, dann sieht man halt nicht mal mehr die Gewinne alle. Wow, das leckt wie so. Wow. Wow, und wir kriegen... Wow, okay. Allerdings haben wir 3 Tokens bekommen und wir haben tatsächlich nur 37 Cent Verlust gemacht. Das Problem ist halt, dass es einfach zu fett ist. Ich kann es natürlich kleiner machen über den Browser. Allerdings bringt das nicht viel, weil dann erkennt man nichts mehr. Aber nicht mal hier kriegen wir einen Redskin. Jetzt haben wir nochmal 2 Token. Jetzt ist natürlich Token Farming extrem. Aber wir verlieren auch bei jedem Mal fast 40 Cent. Man muss... Ah! Jetzt haben wir tatsächlich nicht mehr genug Balance für 10. Okay, das ist ein Zeichen. Ja, mich hätte es echt interessiert, dass man einen Red bekommt. Einfach nur for the good feel. Hätte ich gedacht, dass sie das tatsächlich machen. Weil die ja auch nicht so viel wert sind. Wie gesagt, wow. Okay, es wird echt immer schlechter. Machen wir mal die andere Case nochmal auf. Die für 1,35. Oder machen wir die für 1,60. What? Warum kostet die 1,60, dass er... Naja gut, okay, die AK-Skins sind ein bisschen mehr wert. Machen wir die auf. Die kostet, wie gesagt, richtig viel. Also wenn man jetzt hier sowas hier bekommt, dann macht man gleich mal richtig fett Verlust. Oh, die sieht nicht gut aus. 1,11 Dollar, ja. Aber dafür einen Token bekommen. Machen wir noch eine auf. Aber da gefällt es mir jetzt schon nicht, weil das ist 50 Cent Verlust. Bei der anderen Kiste ist das höchste, was man so einen Verlust machen kann, eigentlich 45. Und das sieht aber gut aus. 3,24 Dollar, ja nice. Mit den Tokens läuft es auch. Vielleicht ist das unsere Comeback-Case. Comeback von was? Ich bin hier sowieso mit nichts reingejoint quasi. Oh, was? 42? Das meine ich halt, ne? Ach, das war jetzt halt über 1 Euro Verlust, ja? Oder 1 Dollar. Und die Chance auf Tokens, ich weiß nicht, ob die Chance auf Tokens höher ist, wenn die Kiste mehr kostet. Aber ich glaube tatsächlich nicht, nein. Die Case sieht halt im Gegensatz dazu richtig geil aus, weil so viele rote Skins dabei sind. Allerdings, wer sich ein bisschen mit CSGO-Skins auskennt, weiß, dass die alle in der schlechtesten Condition quasi nichts wert sind. Bis auf vielleicht 1 oder 2 davon. Uff, da war auch nochmal richtig fett für das. Machen wir es noch einmal auf. Wenn das jetzt auch immer richtig schlecht ist, gamen wir uns an der 60er zu Tode. Ja, oh, das ist richtig schlecht. Okay, wir gamen uns an der 60er zu Tode. Alright. Können wir eh nicht mehr viel machen. Wir können es jetzt noch 4-mal öffnen und dann ist eh schon fast vorbei, wenn das nochmal schlecht läuft. Also let's go. GG. Aber natürlich habe ich jetzt die ganzen Tokens, die ja im Endeffekt wieder dafür sorgen könnten, dass die Balance wieder auf 10 Dollar zurückgeht. Ne? Aber das meinte ich halt vorher. Also haben wir tatsächlich Plus gemacht, aber auch nur ein bisschen.
Hier ist natürlich die Gewinnspanne ist viel kleiner, aber die Verlustspanne halt auch. Das muss man sich immer im Kopf haben. Aber wir hätten noch 5 aufmachen können. Das ist jetzt natürlich wieder richtig katastrophal. Jetzt können wir wieder keine 5 aufmachen. Das ist ein ewiges Hin und Her, aber auf Dauer verliert man einfach. Und wie gesagt, also ihr könnt gerne, wie gesagt, mit dem Code STYLE kriegt ihr 30 Cent gratis und ein bisschen damit spielen. Man macht es einfach verantwortungsbewusst. Und wow, jetzt können wir sogar nur noch 2 öffnen. Holy moly, war das schlecht. Ja. Habt ein bisschen Spaß bei. Also mir hat es jetzt echt mal wieder Bock gemacht, einfach für die guten alten Zeiten. War es echt mal wieder lustig. Und ihr seht, mit jeder Case verlieren wir gefühlt die Hälfte von unserem Guthaben. Also schade, kaputt gegambelt. Aber wie gesagt, das war zu erwarten. Ja. Für 51 Cent noch einen Toke bekommen. Jetzt geht. Das ist jetzt aber das, was ich vorher meinte. Wenn wir jetzt nicht ultra Pech haben, können wir nach jedem missglückten Versuch trotzdem immer noch mal eine aufmachen. Also wir kriegen halt einen richtig schlechten Skin, wie in dem Fall. Jetzt sind wir bei 49 und das heißt, das ist vorbei. Tatsächlich. Ja, das heißt, ich hätte 10 Dollar mitnehmen können von dem Free. Hab gegambelt. Ja. Ist natürlich auch eine Gamble-Seite. Hab jetzt aber 15 Tokens. Ja, und man kann. Moment mal, kann man. Warte mal. Ich habe jetzt hier 5. Weil der eine Typ geht ja immer 20 Mal rein. Wie macht der das dann? Weil ich sehe gerade hier, das habe ich vorher gar nicht beachtet, weil ich nur 2 Tokens hatte. Aber wie macht denn der das, wenn ich hier nur 5 Mal reingehen kann? Also hier bin ich jetzt ich. Genau, dieser Sarento. Oder auch dieser Duck. Die sind noch mehr als 5 Mal drin, ne? Wie geht das dann? Bin ich nochmal drin. Immer so zwischendurch mischen. Das war beim Jackpot schon mal die Taktik. Also viele Tickets wie möglich kriegen. Wobei es im Endeffekt vollkommen egal ist, weil es ja alles eine gewisse Prozentchance einfach ist dann. Jetzt einfach mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt 5 Dinger drin habe. Your bet. 5 von 5. Ja genau. Und aber wie geht es? Wie geht der Typ denn so oft rein? Jetzt bin ich natürlich 4 Mal hintereinander rein. Ich wollte es jetzt einfach nur schnell machen, damit ihr es noch seht. Ja, ich warte jetzt auch noch kurz den Spin-Up. Ich cutte dazwischendurch. Aber ich würde echt mal gerne wissen, wie das geht, dass der so oft reingeht. Weil es ist 2-mal, 4-mal, 5-mal, 6, 7, 8, 9. Genau. Vielleicht muss man die Seite einfach mal neu laden. Ist aber echt retarded, wenn. Na, es funktioniert noch nicht. Soll ich jetzt einfach nochmal hier drücken? Nee. Merkwürdig. Vielleicht sind es auch 2 Typen mit genau dem gleichen Namen oder sowas auf Steam. Es geht ja, also leider nicht verboten. Na, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Oder es hängt mit dem Level zusammen, was man auf der Seite hat. Also es gibt so, oder nicht mit dem Level, es gibt Premium zum Beispiel. Genau. Vielleicht ist das ein Premium-Nutzer, das könnte natürlich auch sein. Ja. Achso, wartet mal, vielleicht stehe ich hier oben sogar noch drin, wartet mal. Winners, genau. Bin ich hier oben nicht mehr drin? Oh, das ist eigentlich gar nicht so lange her, komisch. Ah, doch, History hier. Uff, okay. Hier, das. Nee. War auch so eine Stat-Track Desert Eagle, sonst glaubt ihr es mir nicht. Ah, hier, genau, Spielestelle für 28 Minuten, $9,59, ja. Das war ich. Also, es ist echt crazy. Man kann hier tatsächlich gewinnen. Also, es ist kein Scam. Es ist einfach nur pures Glück oder Pech. Aber gut, dann warte ich die 5 Minuten noch ab, zeige ich noch den Spin. Vielleicht gewinnen wir nochmal. Ich werde dann meine restlichen Tokens wahrscheinlich auch einfach noch verballern. Und, oder vielleicht hebe ich sie noch auf. Ja, genau, ich hebe sie mal am besten noch auf. Und warte einfach mal eure Kommentare ab. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, können wir sowas öfter machen. So, aber nur so im ganz kleinen Bereich natürlich. Also, so 10 Dollar ist eigentlich schon wirklich meine Schmerzensgrenze für sowas. Aber wenn ihr euch alle über meinen Referral-Link anmeldet, dann könnt ihr auch halt ein bisschen free gamblen und vielleicht kommt dann noch ein zweites Video so zustande und dann muss keiner von uns Geld ausgeben. Aber wie gesagt, das entscheidet ihr alle selber und wie gesagt, erst ab 18 Jahren. Und ich werde auch noch diese BZGA-Spielsucht-Seite verlinken, falls da jemand Probleme mit hat, aber ich glaube, auf meinem Kanal gibt es da keinen Bedarf. Aber zur Not steht es auf jeden Fall in der Beschreibung und wie gesagt, verantwortungsbewusst damit umgehen und nur für Erwachsene. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder wahrscheinlich. So, wir sind zurück. Ich habe tatsächlich vergessen, die Facecam einzublenden. Eigentlich wollte ich das noch machen, weil Game-Videos ja ansonsten schon ziemlich langweilig sind. So, hättet ihr wenigstens noch mein Face gesehen, aber jetzt geht's gleich los. Und das Geile ist, es sind über 100 Leute reingejoint, beziehungsweise es gibt 100 Tickets. Das heißt, es werden alle 5 gerollt, sonst würde nämlich nur 3 oder 4 Mal gerollt werden. Und so wird jetzt 5 Mal ein Skin gerollt. Und wie gesagt, immer erst der Skin, random,
Jetzt ist zum Beispiel eine Gentico-Fall, die ist 12 Dollar wert und jetzt jeder, der drin ist, kann theoretisch gewinnen und das ist dieses Arento. Aber der Typ ist ja auch gefühlt 50.000 Mal drin. Also der hat allein gefühlt 60% der Tickets. Die ist jetzt nur 5 Dollar wert. Gucken wir mal. Was gewinnt jetzt der Glorfindel? Der ist, glaube ich, gar nicht so oft drin gewesen. Hab ich nicht so oft gesehen. Aber hier ist der nächste. Hier ist jetzt leider kein Sound, by the way. Oh, 23 Dollar. Das wäre richtig saftig. Und das gewinnt Poncho. Poncho irgendwas. Alright. Aber ihr seht schon, das ist wie ein Jackpot im Endeffekt. Nur halt mit diesen Tokens. Das ist richtig geil eigentlich. Und das kann man sich halt gratis erspielen einfach. Wenn man nur diese Eventkisten aufmacht. Also ich finde es... Es hat schon was. Ich komme nicht drauf klar, es ist einfach nochmal passiert. 15 Dollar Skin, der wäre natürlich ein bisschen nicer gewesen. Er gewinnt nochmal Sorrento. Alter, halt's Maul. Eigentlich müsste ich jetzt, warte mal, eigentlich müsste ich jetzt das Item, ich krieg mal dann eine Benachrichtigung. Okay, habe ich jetzt keine bekommen, tatsächlich. Ihr seht ja auch alle Skins, die wir schon gewonnen haben, war natürlich ziemlich viel. Genau, ich habe jetzt keine Benachrichtigung bekommen, aber man sieht ja hier das Item, also ich kann es jetzt für 8,7 Dollar. Oh, ja. What? Few items? Ja. Achso, Items in Game? Achso, mit der. Ja, je mehr Token. Ja, okay, nevermind. Je mehr Tokens reinkommen, desto besser werden die Skins. Deswegen ist es hier auch grau, blau und dann am Ende pink, weil dann halt bessere Skins kommen können. Genau. Da war ich jetzt kurz verwirrt und genau bei der History, da wollte ich eigentlich reinschauen. Genau. Also ich habe es schon gewonnen. Also es, vorhin kam Pop-Up, da kam dem eben auch direkt mit verkaufen oder halt behalten. Hier kann ich es jetzt mehr an mein Steam Inventory schicken, wobei ich tatsächlich sehe, dass ich meinen Trade Link noch gar nicht eingesendet habe. Weil ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich hier tatsächlich was gewinne. Beziehungsweise wollte ich eigentlich erstmal aufladen überhaupt, damit ich überhaupt das Video machen kann. Also haben wir tatsächlich nochmal diese 8 Dollar und ich habe ja tatsächlich noch 10 Tokens. Also ich könnte jetzt noch zweimal mit diesen 5 Tokens, ich könnte jetzt noch zweimal das gleiche machen und bei meinem Glück gefühlt könnte ich jetzt wahrscheinlich noch zwei, also wahrscheinlich, es sehr wahrscheinlich nicht. Also geht jetzt nicht davon aus, dass das Standard ist. Aber wie gesagt, Gratis-Code-Style, probiert es einfach aus. Es macht echt Spaß, wenn man dafür, sag ich mal, eine Ader hat. Ist es echt lustig. Ah, hier oben sieht man es auch tatsächlich. Genau. Ach so, weil da immer alle 5 Gewinner angezeigt werden. Deswegen rutscht es so schnell nach hinten. Naja, okay, verstehe. Aber wenn man dafür ein bisschen eine Ader hat, also ich finde, das macht einfach Bock. Und man muss sich halt aber immer im Kopf behalten, wenn man wirklich mit seinem echten Geld gambelt, dass es halt echtes Geld ist, also darf man auf jeden Fall nicht die Kontrolle verlieren. Und mit Free-Zeug ist der Spaß manchmal kurz, aber trotzdem lustig. Und wenn man Glück hat, kann man sich halt einfach ein paar nice CSGO-Skins holen. Also vor allem, das ist vor allem, welche. Ah, okay, es ist leider Battlescard, aber es ist tatsächlich eine Statric Atomic Alloy. Das war früher ein Skin, den ich tatsächlich gespielt habe. Also gut, okay, jetzt in Battlescard würde ich ihn sehr wahrscheinlich nicht. Aber man kann tatsächlich auch. Warte mal, man kann doch auch. Genau, man kann doch auch zu diesem Upgrader gehen. Stimmt, das gibt's auf der Seite auch. Genau, also wenn die jetzt. Also manche Skins haben sie halt nicht. Ist ja logisch, das ist ja wie so ein Marktplatz. Und ich kann mir jetzt für diesen Skin. Ah nein, Moment, das ist Upgrade. Ah, na, warte mal. Na, das ist... Na, warte mal, Upgrade ist, glaube ich, was anderes. Na, genau, Upgrade ist nämlich das mit Prozentchancen, wo du das Item dann auch verlieren kannst, beziehungsweise schlechter werden kannst. Ach so, nein, das geht nur... Na, Moment, das, was ich gerade gesagt habe, geht wirklich nur dann, wenn es nicht verfügbar ist. Entschuldigung, das geht nur dann, wenn es nicht verfügbar ist. Aber in dem Fall ist es verfügbar, also ich könnte es mir jetzt schicken lassen. Wie gesagt, ich bräuchte meinen Steam-URL-Link noch, Trade-Link noch. Aber wenn es nicht verfügbar wäre, dann könnte man es umtauschen. Also das ist auch ganz geil, wenn man jetzt hier irgendeinen Random-Ass-Skin gewinnt, den es quasi gar nicht wirklich gibt oder halt den die Seite gerade gar nicht vorhanden hat. Dann kann man ihn umtauschen und da kann man, soweit ich weiß, sogar ein bisschen Profit machen. Dann werden die halt Skins empfohlen von 7,80 Dollar bis 8,20 Dollar und man nimmt dann wahrscheinlich eher einen Skin, der zu 8,20 Dollar wert ist, weil in dem Preisbereich ist der Skin an sich ja eigentlich eh Wurst. Aber ja, wie gesagt, ich finde es echt lustig und es hat jetzt zweimal funktioniert. Das ist wie, ich hatte halt einfach das Gefühl, ich hatte einfach so Bock drauf und die Seite hat gemerkt, Alter, der Typ hat übel Bock drauf, wenn wir gerade Werbung machen. Das ist natürlich Schwachsinn, wie gesagt, ich bin nicht gesponsert. Ist nur ein Affiliate-Link hier.
Aber ja, und ich habe 140 Cases schon geöffnet tatsächlich, aber das, gut, ich meine, ich habe mehrfach 10 und 5 geöffnet, das geht natürlich schnell dann auf so einen Betrag zu kommen. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wie gesagt, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar vielleicht. Und ja, probiert es einfach aus. Aber wenn ihr nichts davon haltet, dann macht es einfach nicht, weil sonst habt ihr nur das Risiko, dass ihr etwas verfallt, was euch überhaupt keinen Spaß macht. Und das wäre Schwachsinn. Ja, weil Spielsucht ist natürlich ein ernstes Thema und da muss man auf jeden Fall wirklich verantwortungsvoll mit umgehen. Aber ich denke mal, wir sind alle erwachsene Menschen und wir wissen das. Ja. Dementsprechend macht's gut rein. Sorry für das viel zu lange Video. Ich wollte es eigentlich viel, viel kürzer halten, aber ich meine, das war jetzt natürlich echt unerwartet. Also ich hab's nicht pre-recorded. Also ich wusste es wirklich nicht, dass das nochmal passiert. Also es war echt crazy. Ich habe mich schon so geärgert, dass ich den ersten Win nicht auf Kamera hatte. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, hab's dann vergessen. Dann kam der Spin schon und dann bin ich echt geworden. Crazy. Na gut, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Macht's gut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.